So, ich habe mir jetzt Motivpapier geschnitten, denn wenn ihr nicht möchtet, dass die aufgeklebten weißen Streifen nachher sichtbar sind, könnt ihr euch das Papier einschneiden und die Laschen reinstecken, dann sind die auf der Rückseite. Dafür dürft ihr das Papier aber nicht aufkleben. Also ich habe mir jetzt das Papier zurechtgeschnitten, das Motivpapier, das hier auf diese Seite passt, habe mir hier die 4 cm übertragen, also in der Höhe. 4 cm von oben, das ist aber alles optional. Und dann gucke ich mit meiner ersten Kante, dass der Abstand ungefähr gleich ist, links und rechts. Die 4 cm hier oben habe ich mir ja markiert. Und damit ich weiß, wegen der Länge, mache ich mir einfach hier einen Strich. Und da werdet ihr hängen bleiben wahrscheinlich, denn wenn ihr den Strich zu lang macht, dann reißt euch das seitlich aus. Und deshalb werden wir diese Klebelaschen hier einfach an den Ecken abschneiden, damit die uns besser in diese Striche reinrutschen, also in diese Schlitze, die wir jetzt machen. Und zwar nehme ich mir da einfach mein Cuttermesser. Die Länge habe ich ja jetzt von dem Wasserfallelement. Und da müsste eigentlich, glaube ich, meine Matte andersrum liegen. Na, das wird egal sein. Ich nehme mein Cuttermesser und nehme ein altes Lineal und lege mir das hier an der Linie an, die ich mir angezeichnet habe. Und mache mir hier einen Schnitt. So, dann habe ich hier einen Schlitz und in den Schlitz stecke ich mein Wasserfallelement. Und wenn ich die Ecken ein bisschen angeschrägt habe, dann rutscht es hier schön rein. So. Und wenn ich dann, das klebe ich jetzt hinten fest. Klebeband habe ich ja schon drauf und wenn ich es dann hochschlage, dann sieht man diesen weißen Rand nicht. Und die anderen setze ich dann einfach im Abstand von 1 cm unten drunter. Das wollte ich euch noch zeigen. Das mache ich jetzt und wenn es fertig ist, dann kleben wir das ganze Teil auf die Seite und dann kommt noch der Nippel, der das Ganze festhält. So sieht es jetzt aus. Ihr habt jetzt hier lauter, ich habe jetzt 1,5 cm Abstand gemacht. Jetzt radiere ich mir hier meine ganzen Linien weg. Ich bin also einfach von dem ersten ausgegangen. Habe mir immer 1,5 cm weiter unten einen Punkt gemacht und dann eine Linie von oben nach unten, damit ich weiß, wie weit ich schneiden muss. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Vorsichtig radieren, damit wir uns unsere Schnitte nicht versauen. So. Eigentlich war es ja so gedacht, dass das aufs Papier muss, wo der Klebestreifen ist. Aber jetzt möchten wir den Klebestreifen zum Fixieren benutzen. Auf der Innenseite von unserer Klebelasche hier, von unserem Schlitz. Und deshalb nehmen wir die Klebelasche nach innen. Und wenn wir es reingesteckt haben, befestigen wir das. Wo habe ich denn mein angeschrägtes? Hier. Da habe ich die Ecken schon angeschrägt. Ich denke, ich werde mal ganz unten anfangen. Ich nehme meinen letzten Spalt. Der noch nicht hundertprozentig durchgeschnitten ist, merke ich gerade. Irgendwo klebt es noch ein bisschen. Den letzten Spalt. Jetzt geht's.
Dann schiebe ich das hier so rein und klappe das lose um. Und dann wende ich es. Und während ich es wende, verrutscht es mir. Ich klebe es, ich stecke es lose rein, halte es fest und mache mir Klammern rein. Eine zweite suche ich gerade. So. Dann drehen wir das Ganze um. Machen die Klammern ab. Und machen unser Klebeband ab. Das ist ein bisschen frickelig. Es lohnt sich aber dabei langsam zu arbeiten. Denn wenn ihr euch verklebt habt, ist es zu spät. So, jetzt drückt ihr das hier hinten an. Und dann habt ihr schon euer erstes verstecktes, euer erstes mit versteckter Klebelasche, euer erstes Wasserfallelement mit versteckter Klebelasche. Und genauso macht ihr das bei den anderen auch. Ich schräg mir also hier, wenn ich eine Schere finde, ich schräg mir das hier an. Dann stecke ich es hier rein. Ich nehme also jetzt das nächste oben drüber. Leg es lose rein, mach mir meine Klammern dran, damit es mir nicht verrutscht während des Wendens. So, wenn ich es gewendet habe, mache ich die Klammern raus. Es ist sehr frickelig, gebe ich zu. Aber es lohnt sich. Es sei denn, es ist euch Banane, wenn man die Dinger nachher sieht. Das ist jetzt mal eine andere Variante. Habe ich schon öfter gesehen. Auch, glaube ich, schon einmal versucht. Aber wenn ihr da ein bisschen ungeduldig seid, dann kann das schnell in die Hose gehen. Deshalb rate ich euch gut. Lasst euch Zeit, sonst wird es nichts. Die werden nachher alle schief und dann ärgert ihr euch. Ihr könnt es natürlich auch nach der herkömmlichen Methode machen, ganz klar. So, jetzt noch mal von vorne. Klammer rein. Wenigstens auf einer Seite umdrehen. Klebeband ab. Also das ist eine Möglichkeit. Müsst ihr natürlich nicht machen. Es ist ja auch nicht hässlich, wenn das Weiße rausguckt. Denn es kommt ja auch viel Weiß im Album vor. Von daher ist es jetzt keine Notwendigkeit, das so zu machen. Aber wenn ihr mal eine andere Variante probieren wollt, ist halt ein bisschen frickeliger, wie einfach nur draufkleben. So, da ist das zweite verdeckte. Und so werde ich es jetzt mit den anderen auch machen, bis nach oben. Und dann machen wir noch die Klappe zusammen. Die diese ganzen Wasserfallelemente dann hält.
So, hier haben wir unseren verdeckten Wasserfall fertig im Motivpapier. Das wird natürlich hier noch einmal komplett aufgeklebt auf unsere Grundseite. Und dann werden auch diese Schlitze, die hier immer wieder aufgehen, wenn ich jetzt hier blätter, die werden dann natürlich noch festgeklebt. Was wir jetzt noch brauchen, ist dieser Gurt, der uns das zuhält. Und da könnt ihr euch entscheiden, je nachdem wie ihr ihn dekorieren wollt, ob er breiter sein soll oder schmäler. Also so einer würde zum Beispiel auch reichen. Ihr müsst aber überlegen, was euch gefällt, wie ihr es dekorieren wollt. Wollt ihr mit Magneten arbeiten oder mit Klettverschlüssen? Ein Klettverschluss würde jetzt hier drunter zum Beispiel noch gemütlich passen. Wenn ihr aber ein Magnet habt, dann braucht ihr immer rundherum ein bisschen Spielraum, um das Ding richtig festzukleben. Und da ist es schöner, wenn die Bordüre ein bisschen breiter ist. Ich habe mir das jetzt hier so hingelegt, wie ich es haben möchte. Es ist jetzt ein bisschen zu lang. Habe mir hier unten die Abstände markiert, wo es hin soll, damit also hier und hier der Abstand gleich ist, damit ich es in die Mitte kleben kann. Und brauche auch hier wieder meinen berühmten Zentimeter für meine Bindelasche. Ich sehe aber jetzt gerade, ne, wenn ich ein bisschen runtergehe noch, ja. Ich habe mir das also hier markiert, wie viel ich das noch abschneiden muss, damit meine Klebelasche nicht zu breit wird, weil ich brauche ja nur den einen Zentimeter. Und mein Falzbein wäre cool. Das ist hier. So, ich brauche hier nur den einen Zentimeter. Den falze ich mir. Und klebe mir den hier unten zwischen meine Markierungen. Die habe ich schon so gesetzt, dass es passt. Also ihr messt einfach, wenn ihr ungerade Seiten habt, von beiden Seiten den gleichen Abstand und packt das Ding da in die Mitte. Das könnte man jetzt natürlich auch wieder versenken, mache ich aber nicht. Ich mache es ganz unten hin. Oder wir kleben, ja genau, das machen wir auch. Wir kleben es um die Ecke rum, also um die Motivpapierseite rum. Ich lege mir das hier an meinen Markierungen an. Der Kleber ist wieder innen. Leg mir das hier an. Hier habe ich mir es angezeichnet. Und klebe es rum. So. Und dann habt ihr das ganze Klebegedöns auf der Rückseite von eurem Motivpapier. Und das klebt ihr jetzt einmal so komplett auf eure Grundseite. Jetzt haben wir hier unten noch die zwei kleinen Markierungen. Die machen wir auch wieder weg. Und dann brauchen wir hier einen Magnet. Und mit den Magneten, das mache ich wie folgt. Wir machen einen oben und einen unten hin. Und dann gucken wir, wo es gerade ist. Wenn ihr also hier zu weit hoch geht, das habe ich gemeint mit dem Motivpapier, hier ist das Stück fertig. Dann habt ihr hier keinen Platz, um euer Motivpapier ordentlich drüber zu kleben, dass der Magnet weg ist. Also müsst ihr den so ausrichten, dass oben und an den Seiten genug Platz ist und der andere klebt jetzt auf der anderen Seite. Den fixieren wir hier mit Tesafilm und der andere, der jetzt hier klebt, aber hier hin soll, da mache ich mir immer einfach so ein Tupfen von irgendeinem Marker drauf und dann drücke ich ihn so, wie ich ihn haben will. Und dann seht ihr hier die kleine Markierung und dann nehme ich ihn ab, lege ihn genau auf die Markierung und mache mir auch hier Tesafilm drüber. Und dann passt es. Jetzt muss ich das natürlich festhalten und gucken, weil sich das ja, das verbiegt sich ja noch, wenn ich es aufklebe. Also ich klebe sie jetzt noch nicht ganz fest,
wollte es euch nur zeigen, wie ich es mache. Das Papier und alles muss gerade gehalten werden. Also wenn ihr den Magnet erst dann anbringt, wenn ihr eure Seite aufgeklebt habt, dann seid ihr auf der sicheren Seite so. Weil ihr seht jetzt, das biegt sich. Es ist ja noch nicht geklebt. Und wenn ich es dann gerade mache, dann ploppt er mir auf. Also ihr klebt am besten erst euer ganzes Gedöns, wenn ihr es so macht, auf eure Grundseite und bringt dann den Magnet an. Aber das könnt ihr so machen, wie ich es euch hier gezeigt habe. Also beide auf eine Seite bringen, ausrichten und dann mit einem Marker einfach irgendwas, was abfärbt, weil ihr macht ja da noch Motivpapier drauf, die Stelle markieren und dann beide mit Tesafilm fixieren. Das war das. Das kommt jetzt auf unsere Motiv, auf unsere Grundseite. Wollen wir das auch noch zusammen machen? Also ich habe hier meine Grundseite, habe hier das ganze Gedöns und werde mir hier einfach Tacky drauf machen, wie immer. Wenn mein Kleber nicht verstopft wäre, ging das auch. So, jetzt kommt da einfach überall Tacky drauf. Und zwar, wenn es geht, nicht in die Löcher. Ich mache es nur außenrum. Also nicht in eure Schlitze. Außenrum. Und hier so leicht. Auf die Klebelaschen, die von der anderen Seite ja schon festgeklebt sind. Jetzt kommt wieder nichts. So, jetzt drehen wir das um und kleben das hier drauf. Für das Motivpapier mache ich immer, wisst ihr ja, so 4 mm. Lasse ich da immer Luft, ungefähr. Das könnt ihr ja machen, wie es euch gefällt. Vielleicht wollt ihr mehr haben. Weniger wäre... Dann könnt ihr es auch gleich direkt drauf machen. Also 1:1. Aber wenn ihr einen kleinen Abstand wollt, also bei mir haben sich diese 4 mm bewährt. Also 2 auf jeder Seite. 4 mm weniger, um so einen kleinen Rand zu kriegen. So, jetzt gucken wir mal, wie es hier aussieht. Das muss jetzt nach innen und festdrücken. Das liegt schon innen, das hier auch, weil ihr habt ja oben und unten Schlitze. So, alles schön festrubbeln, aber ihr habt verdeckte Klebelaschen. So, das sieht doch gut aus. Alles paletti. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Ich habe das erst einmal gemacht mit den Verdeckten und bin jetzt wirklich froh. So, und jetzt hält auch euer Magnet. Und da haben wir schon eine fertige Seite. Natürlich kommt da überall noch Motivpapier drauf. Und ich habe ja auch gesagt, ich möchte mit Spitzen arbeiten. Also da werde ich mir noch was überlegen. Habe ich ja so in dem Sinne auch noch nicht gemacht. Also so ein richtig kuscheliges Shabby-Album. Aber ich werde mal gucken, ob mir jetzt noch irgendwas einfällt, was ich euch zeigen muss.
oder ob wir da nur zusammen irgendwas Besonderes dekorieren. Also bei dem Tor habe ich es euch ja schon erklärt. Bei anderen Alben, die wir gemacht haben, da machen wir das genauso mit dem Magnet. Den setzen wir hier in die Mitte der Seite und dann machen wir uns einen schönen Verschluss, der auch wieder einen Magnet hat und der dann die Tore geschlossen hält. Hier hinten die Seite ist auch noch nackt. Und bei dem mache ich es immer so, dass ich mir die Richtung suche, dass etwas, also eine von diesen Teilen, die diese ganzen anderen halten soll, außen liegt. Also zum Beispiel die jetzt. Die liegt jetzt oben und hält alle anderen. Und dann müsst ihr hier so einen kleinen Nupsi befestigen, also so ein kleines Metallteil oder so ein kleinen, irgendwie so ein kleines Stückchen Karton oder irgendwas. Das zeige ich euch dann nachher mit einem Brett, was man schieben kann. Das hält euch dann hier die Seite fest. Und wenn ihr das wegschiebt, dann könnt ihr die ganzen Klappen aufmachen. Wird natürlich auch alles noch mit Motivpapier verziert. Und die hier, die haben wir zusammen gemacht. Und das andere waren einfach nur große Klappen. Wo sind denn die? Die sind hier. Einfach nur oben und unten angeklebt. Ja, also wenn mir noch was Besonderes einfällt, von dem ich der Meinung bin, ich müsste euch damit vielleicht belästigen, dann werde ich es euch noch zeigen. Ansonsten werden wir so ein paar, also wie ich jetzt Papiere messe und aufklebe und zurechtschneide, das ist eigentlich uninteressant. Aber wenn ich irgendwelche Spielereien noch finde, zum Beispiel habe ich mir hier schon mal so ein kleines Booklet gemacht aus diesen Papieren mit den Streifen, weil ich gedacht habe, da könnte man auch was schreiben. Die Rückseiten sind weiß. Und hier habe ich so ein kleines Band eingefädelt und habe so eine Stoffperle dran gehängt, die ich auch irgendwann mal gewerkelt habe. Die finde ich zu dem Stil, zu dem Shabby ganz toll. Dann habe ich hier schon so Stickpins vorbereitet. Das ist auch nochmal so eine Perle. Und hier habe ich so verschiedene Stickpins vorbereitet. Die muss ich aber noch kleben unten. Die sind also noch lose auf dem Draht hier. Da möchte ich auf jeden Fall auf dem Cover möchte ich von diesen Stickpins welche reinmachen, weil die sind für mich einfach shabby. Ich finde die einfach, die gehören zu diesem shabby Look dazu. Aber, also auf jeden Fall aufs Cover soll was davon. Also ein schönes Tag, das ihr mit Bändern dekoriert und da könnt ihr dann auch so einen Stickpin reinstecken und den dann meinetwegen hier. Wo sind denn meine Seiten mit den Taschen? Hier zum Beispiel. Also wenn ich jetzt einen Tag hätte. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Jetzt finde ich es wieder nicht. Sowas. Was ich dann nachher hier reinstecken möchte. Jetzt habe ich hier ordentlich Platz. Ihr seht es. Also das ist viel zu dünn. Wenn ich jetzt sage, ich möchte mir da gerne so ein bisschen Spitze drum wickeln, damit das Ganze ein bisschen mehr nach Shabby aussieht. So. Und mach dann da so ein Stickpin rein. Wie gesagt, der ist noch nicht zugeklebt. Finde ich, sieht das total cool aus und es passt mir trotzdem hier in die Tasche und es passt mir zwischen die Seiten. Also das ist überhaupt kein Problem und sieht sau schön aus, finde ich. Gefällt mir richtig gut. Also in Verbindung, das ist für mich so shabby. Spitze, Stickpins, diese Papiere. Und da werde ich noch verschiedenes werkeln und werde euch das dann zwischenrein zeigen. Oder vielleicht auch im nächsten Teil erst. Ich habe überhaupt noch keinen Plan. Ich bin völlig planlos. Aber jetzt haben wir schon mal so ein paar Grunddinger gemacht. Und wenn mir noch ein besonderes Element in die Finger kommt, das ich verarbeite, dann packe ich das hier noch mit rein.